Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch das Sony Xperia Z. Das Xperia Z ist das neue Topmodell aus dem Hause Sony. Wurde vorgestellt an der CES das erste Mal im Januar in Las Vegas, kommt aber jetzt auch bei uns in den Handel. In der Schweiz, Deutschland und Österreich ist das Teil bereits erhältlich. Und wie gesagt, es ist das neue Premium-Smartphone aus dem Hause Sony. Das Topmodell ist ein 5 Zoll Plastikgehäuse, ihr hört das hier, also schon mal eine ziemliche Wumme, kann aber mit ein paar ganz coolen Alleinstellungsmerkmalen aufwarten. Nummer 1 natürlich dieser Full HD Screen, ihr habt es richtig gehört, das ist ein Bildschirm mit der Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Im Moment der erste Full HD Bildschirm in einem Smartphone, den wir bei uns hier kaufen können. Das HTC One steht natürlich in den Startlöchern, das wird dann das nächste sein, und dann Ende April das Galaxy S4, welches ja ebenfalls mit einem Full HD Screen aufwarten kann. Aber im Moment geht die Krone dafür, den ersten Bildschirm lieferbar verbaut zu haben, der diese Full HD Auflösung unterstützt, an Sony. Was ist sonst so drin? Speicher ist in meinem Modell hier 16 GB, lässt sich aber erweitern. Dann haben wir Android 4.1 Jelly Bean drin. Das soll dann ein Update kommen mit 4.2. Wie man Sony kennt, werden sie das wahrscheinlich auch relativ schnell dann nachliefern. Die haben ja nicht so einen schlechten Ruf inzwischen mit Updates. Und dann haben wir hier einen Qualcomm S4 Pro Quad-Core Prozessor drin. Es ist also noch nicht der ganz neue Snapdragon 600 von Qualcomm, der zum Beispiel im HTC One oder dann eben auch im Galaxy S4 drin sein wird. Ist aber absolut kein Nachteil, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil das Xperia Z wirklich super schnell ist. Ihr seht das dann nachher. Ja, und dann haben wir diese hervorragende, viel beschworene Kamera drin, eine 13-Megapixel-Kamera mit dem Sony-eigenen Exmos-Prozessor, der Exmos-RS-Prozessor, der auch in diversen anderen Smartphones Verwendung finden wird. Also da ist Sony ein ganz großer Wurf gelungen, soll ein ganz tolles Teil sein. Dieser Chip, der da eingebaut ist mit der 13-Megapixel-Kamera, vorne haben wir eine 2-Megapixel-Kamera, Standard eigentlich. Ja, und dann gibt es noch ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn wir uns das hier mal so anschauen, dann fällt euch auf, das Xperia Z hat keine offen liegenden Anschlüsse, die sind alle durch so Klappen abgedeckt. Ich zeige euch das mal. Hier drunter ist zum Beispiel die SIM-Karte und auf der Seite hier haben wir den Micro-SD-Slot, der sich natürlich, also der Speicher lässt sich erweitern. Und hier haben wir dann den Micro-USB-Anschluss, um das Ganze zu laden. Hier unten ist dann nichts und eben auf der Seite, wie gesagt, Lautsprecher, die Lautstärke-Wippe, ein ziemlich designtechnisch auffallender On-Off-Knopf und dann eben, wie gesagt, hier die SIM-Karte, da oben auch nichts. Warum ist das? Hier noch für den Kopfhörer haben wir einen Anschluss, auch unter einer Klappe. Ja, aus diesem Grund habe ich hier ein bisschen Wasser dabei. Das Xperia Z ist nämlich das erste Smartphone, welches komplett wasserdicht sein soll, laut Auskunft von Sony. Es hat da so verschiedene internationale Standards, die abgedeckt werden, um zu beweisen, dass es wasserdicht ist. Probieren wir nachher natürlich. Wir schmeißen das dann nachher hier mal rein und gucken, ob es immer noch läuft. So, vielleicht zuerst mal, wenn wir das Ganze von außen anschauen, ihr seht, es ist ein großes Ding. Es ist wirklich ein großes Smartphone. Wir vergleichen es mal so mit der gängigen Konkurrenz. Wir haben hier natürlich das immer noch Top-Modell von Samsung, nämlich das Galaxy S3. Sehr, sehr schönes Smartphone, 4,7 Zoll Screen. Und wenn wir das hier drauflegen, ja, dann merkt ihr natürlich, das Xperia Z ist schon noch eine ganze Ecke größer. Ihr seht das hier oben, also es ist schon mal ein bisschen länger. Ist auch ein ganz, ganz, ganz klein wenig breiter. Ist, ja, ein bisschen dünner, würde ich mal sagen. Gewichtstechnisch, das Xperia Z ist 146 Gramm. Ist also nicht extrem leicht. Das hier ist, glaube ich, 130. Also das ist fühlbar leichter, das Galaxy S3. Dann, was haben wir hier noch? Wir könnten zum Beispiel mal hier das LG Nexus 4, das Google, das aktuelle Google Phone, das Nexus Phone nehmen. Das hat ja auch ein 4,8 oder 4,7 irgendwas Zoll Screen. Ist aber natürlich auch ein bisschen kleiner. Ihr seht das hier. Auch da wieder, das Xperia Z ist deutlich länger.
ist aber ein bisschen dünner. Ja, und ansonsten ist es auch ein bisschen breiter. Seht ihr, ein ganz klein wenig. Und dann, wenn wir dann da quasi mal die ganz große Wumme nehmen, nämlich das Lumia 920, ist ja auch ein ziemliches Heavy Phone, welches vor allem halt durch den großen Rand hier auffällt. Aber auch das ist etwas kleiner als mein Xperia Z. Ihr seht das auch da wieder. Ungefähr gleich breit, aber das Xperia Z auch hier ist wieder deutlich dünner. Und vor allem ist es deutlich leichter. Das Lumia 920 ist ja knackige 180 Gramm schwer. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer. Da hat man einiges in der Hand. Wohingegen die anderen Smartphones so im 130, 140er Bereich sind. Und wie gesagt, das Xperia Z natürlich auch 146 Gramm. Was haben wir sonst noch? Natürlich darf nicht fehlen das iPhone 5, das aktuelle hier. Ja, das iPhone 5, ich habe jetzt hier noch eine kleine Hülle drum, ist natürlich deutlich kleiner. Klar, wir sprechen da von 4 Zoll gegen 5 Zoll. Ihr seht das hier, also es ist ein Riesenunterschied. Man sieht es bei meiner Hand zum Beispiel, wenn ich hier das iPhone 4, kann ich wirklich völlig problemlos in der Hand halten, komme überall noch hin. Obwohl ich relativ große Pranken habe, aber beim Xperia Z ist das schon nicht mehr so einfach. Also da muss ich da schon so ein bisschen scrollen, hin und her fahren. Das ist halt schon ein Riesending. Und die Form ist halt sehr eckig. Es hat hier gummierte Seiten, falls es mal runterknallen sollte. Das ist eigentlich ganz praktisch, dass es dann ein bisschen wertiger ist und vielleicht nicht gleich kaputt geht. Aber es ist ein Riesending. Also ich sage ganz offen, mir liegen diese 4 Zoll Geräte besser. Oder dann, wenn schon so groß, dann irgendwie sowas Abgerundetes wie beim Galaxy S3, das auch eigentlich, obwohl es viel größer ist als das iPhone, gut in der Hand liegt. Und das Xperia Z ist mir beinahe ein bisschen zu eckig. Okay, aber das ist Geschmackssache und wie gesagt, die technischen Daten, die können ja absolut überzeugen. Wir schauen da mal rein. Vielleicht als erstes mal, wir gucken uns mal an, was denn da im Moment drauf ist, über das Telefon. So, dann schon mal schauen wir da. Ihr seht also Android 4.1.2 und dann noch so ein bisschen anderes Gelumpe. Software-Update soll dann, wie gesagt, kommen. Das Update-Center von Sony sieht ganz schick aus. Da sieht man, was an Apps von Sony, Updates und natürlich vom System selber da im Moment gerade verfügbar wäre. Ist im Moment nichts verfügbar, aber Sony hat schon versprochen, 4.2 Jelly Bean dann nachzuliefern. Mir gefällt übrigens das Android, welches Sony macht, sehr gut. Es ist relativ dezent angepasst. So viel ist nicht anders. Aber zum Beispiel, wenn ihr hier gucken, die Ordner, die gefallen mir sehr gut. Da sieht man nämlich, finde ich, sehr übersichtlich, was da drin ist. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Wenn ich da zum Beispiel auf meine Blogs oder auf mein Social Media und so weiter, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und was mir auch sehr gut gefällt, wenn ich hier auf Einstellungen gehe, zum Beispiel, wo war es? Mal kurz gucken. Da haben wir da oben zum Beispiel unter Energieoptionen und da seht ihr diese kleinen Knöpfe hier. Die finde ich total schick. Die sehen ein bisschen aus wie bei Apple, ich gebe es zu. Bei OS X findet man diese Knöpfe teilweise auch noch. Aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist recht schick und designt. Und was mir auch sehr gut gefällt, wenn ich hier auf den Task Switcher gehe, dann wird hier unten noch so eine kleine Zusatzleiste eingeblendet mit einem Rechner, mit einem Timer und mit einer Notizen-App. Da kann ich jetzt noch schreiben. Und das Spezielle dran ist eigentlich das, diese App bleibt hier bestehen. Ihr seht das da. Also die ist jetzt immer noch da. Ich kann da so ein bisschen hin und her switchen. Aber die bleibt immer noch hier. Ich kann sie dann auch in der Größe verändern oder ich kann sie irgendwie ganz Fullscreen quasi machen. Und das finde ich eigentlich ganz clever gelöst, wenn man sich schnell mal was notieren möchte, zum Beispiel von der Webseite. Dann kann ich jetzt hier gleichzeitig noch meine eifrig.ch Webseite aufmachen. Ihr seht das da. Und habe hier meine Notizen-App. Fast so ein bisschen ähnlich wie das Zwei-Window-System, welches Samsung ja bei sich mit TouchWiz eingebaut hat. Ja, kann man machen, ist eigentlich ganz witzig und finde, stört eigentlich auch gar nicht. Ja, ansonsten ist das Android relativ nah dran am normalen, also so wahnsinnig viel anders ist da nicht. Aber was auch noch neu ist, und das kann man, glaube ich, korrigiert mich, wenn ihr wollt, hier unten in den Kommentaren, aber wenn ich mich nicht irre, kann man das im Moment nur beim Sony, nämlich, dass man hier in der Ansicht der Apps, also wenn ich hier drauf gehe, kann ich hier auch noch Ordner machen. Das heißt, ich kann jetzt das hier nehmen und kann das hier drauf schieben. Ich dachte, das müsse eigentlich gehen. Vielleicht habe ich mich aber auch getäuscht.
Okay, nee, das geht nicht. Dann habe ich mich getäuscht. Sorry, ich habe so viele Smartphones im Moment. Das HTC One auch gerade eingetroffen und vielleicht geht es dort. Tut mir leid, das ist in dem Fall nicht das Xperia Z. Also, da geht das nicht. Das heißt, das ist eigentlich relativ normal, so wie wir es uns ja gewöhnt sind. Ja, dann natürlich die Kamera. Ich starte die mal auf. Dauert relativ lange, wenn man sie das erste Mal startet. Dann ist sie dann da. Was man zum Beispiel tun kann, ihr seht, ich habe da eine Cola, ihr seht mein unaufgeräumtes Wohnzimmer. Nee, ihr seht es zum Glück nicht, okay. So eine Cola da und dann hier drüben mein Surface-Tablet, welches ich brauche, um Notizen zu machen während dem Filmen, beziehungsweise ich sie abrufen kann. Was man machen kann, man kann hier mit den mit den Lautstärke-Regeltasten kann man zoomen. Seht ihr, jetzt habe ich da reingezoomt und wieder rausgezoomt. Das finde ich noch eine ganz gute Lösung. Mit einer 13-Megapixel-Kamera kann man ja grundsätzlich auch ein bisschen zoomen. Das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Können wir mal gucken, ob wir da mal kurz hier den eifrig mein Logo anzoomen. Ihr seht, das geht eigentlich gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir das da reingezoomt. Ist natürlich nur ein Digital-Zoom, aber bei 13 Megapixeln klappt das schon. So, und dann können wir da natürlich filmen, wir können hin und her die Kamera switchen, das ist klar. Also hier drauf, ich bin zu schnell, ihr seht, reagiert nicht so wahnsinnig zappig. So, das bin dann ich hier im Dunkeln mit Licht von hinten. Sieht nicht so wahnsinnig prickelnd aus. So, und dann hier und dann kann ich da einfach ein Foto schießen, zack. Das geht ganz zackig. Ich kann natürlich auch Videos machen und so weiter. Ich kann hier unten zum Beispiel verschiedene Dinge einstellen, die Auflösung, der Selbstauslöser, Schnellstart, Auto hochladen, Geotags, auslösen bei Lächeln, da kann man quasi Leute fotografieren und sobald sie dann lächeln, wird automatisch das Bild geschossen, damit man auch immer das Lächeln drauf hat. Man kann wählen, wo es hingespeichert werden soll, auf die SD-Karte oder die interne, den internen Speicher und so weiter und so weiter. Also das ist eigentlich nichts wahnsinnig Spezielles, aber die Kamera rein qualitativ soll sehr gut sein. Wie gesagt, ich habe das Xperia Z erst seit kurzem. Ich werde dann noch Testbilder machen. Ich gehe ein paar Tage nach Paris, da werde ich das mitnehmen und werde dann dort reihenweise Bilder schießen. Dann werden wir mal schauen, ob das wirklich so gut ist, wie gesagt. Oder wie überall geschrieben wird. So, und jetzt natürlich kommt der große Test, auf den ihr schon lange gewartet habt. Wie ist denn das mit dem Wasser? Ja, das Teil ist in der Tat wasserdicht. Auch da gibt es bei YouTube sehr, sehr viele beängstigende Videos eigentlich. So, und jetzt machen wir das zum Beispiel mal so. Ich hole mir hier einfach mal, irgendwo habe ich YouTube hier, meinen eigenen YouTube-Channel natürlich. Ich hole mir da irgendwas raus, lasse das mal einfach laufen. So, jetzt fangen wir da mal einfach an. Didel die dumm, komm. Mein Test der Galaxy Camera. So, und los geht's. Also der Film, der läuft, das seht ihr jetzt hier. Und jetzt tunken wir das hier mal einfach so ins Wasser. So, also ihr seht, machen wir das mal so. Und ihr seht natürlich, da passiert überhaupt nichts. Das ist dem Telefon relativ wurscht. Ich tue da ein bisschen mit Wasser hin und her spielen noch. Ich kann es bedienen, geht da nicht. Das habe ich wahrscheinlich, weil ich jetzt nasse Pfoten habe. Aber das geht also problemlos. Da kann man wirklich weiterspielen. So, ich nehme es wieder raus. Man könnte es auch ganz unter Wasser tunken. Es gibt Videos, da wurde es in kochendes Wasser gehalten. Hat auch funktioniert, zusammen mit Würstchen. Also das geht alles. Das Ding ist wirklich wasserdicht. Und geschuldet ist das natürlich, warum ist das Teil wasserdicht? Weil die Hülle komplett abgedichtet ist. So, also das heißt, wir haben da vorhin drüber gesprochen. Wir haben hier überall diese Abdeckungen drauf. Und das ist eigentlich gleichzeitig auch ein kleiner Nachteil, weil zum Beispiel hier die Ladebuchse, sorry, die brauche ich ja jeden Tag, weil auch das Sony Xperia Z muss jeden Abend geladen werden, klar, wie leider alle aktuellen Smartphones. Und damit ich das tun kann, muss ich eben dieses Ding hier abknuddeln und das ist eine ziemliche Knudelei. Also ihr seht es hier, das ist zum Beispiel der Micro SD Slot, der ist damit zu einem und dann haben wir hier eben, ich habe jetzt gerade kurze Finger, so. Seht ihr, da kann man das abnehmen, dann haben wir dann hier den Micro-USB-Anschluss, damit man es laden kann. Und das knudelt ihr dann halt jeden Abend oder so ab und dann tut ihr es wieder drauf, damit ihr das machen könnt. Also das ist natürlich ein Nachteil, aber gleichzeitig muss man halt schon sagen, die Gewissheit, dass dieses Smartphone komplett wasserdicht ist, also sprich, wenn es mal regnet oder wenn ihr mal ein Glas zu trinken, ein Glas Mineralwasser ausleert auf dem Tisch und das Smartphone daneben ist, das stört euch bei diesem Telefon definitiv nicht, weil ihr wisst, es ist wie gesagt absolut wasserdicht. Und das gibt einem ein recht beruhigendes Gefühl, weil wenn man weiß, dass neben Glasbruch ist, sind Feuchtigkeitsschäden,
das sind die Schäden Nummer zwei eigentlich auf der Skala, warum Smartphones kaputt gehen. Also zuerst mal gehen sie kaputt, weil sie runterfallen und dann zerbricht irgendwie das Glas. Okay, das kann einem hier auch passieren, obwohl mit den abgerundeten Ecken wird es wahrscheinlich eher seltener passieren. Gorilla Glas hat es natürlich auch, wie alle anderen auch, klar. Aber dann ist eigentlich gleich an zweiter Stelle sind Feuchtigkeitsschäden, dass die Smartphones kaputt gehen, weil sie in irgendeiner Form feucht werden. Und das werden wir definitiv hier beim Xperia Z nicht erleben, weil wie gesagt, das ist wasserdicht. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt zwar nicht so der super Outdoor-Sportler oder so, aber einfach zu wissen, dass man sich hier drum keine Gedanken machen muss, das finde ich eine gute Sache. Das ist ganz beruhigend. Ja, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Wie gesagt, es ist sehr groß. Die Akkulaufzeit, was ich so gelesen habe, soll überdurchschnittlich gut sein, aber das werde ich dann selber testen. Wie gesagt, ich werde jetzt eine Woche lang dieses Smartphone als mein One and Only brauchen. Also sprich, ich werde damit fotografieren, E-Mailen, twittern und so weiter. Alles, was ich sonst normalerweise mit den anderen Smartphones mache, die ich dabei habe, zum Beispiel mit meinem iPhone 5, werde ich jetzt mal eine Woche lang mit dem Xperia Z machen und dann kann ich euch dann natürlich auch über den Akkuverbrauch informieren, wie lange der denn hält. Man spricht so von 1,5 Tagen, das wäre klasse, das wäre super, das wäre länger als bei den meisten anderen, aber das ist so unterschiedlich, je nachdem, wie ihr es braucht. Also ich bin jemand, bei mir ist immer alles an, sprich Push-E-Mail, sprich Twitter, Facebook und alle diese Dinge sind immer an, ploppern immer rein die ganze Zeit und das braucht natürlich auch entsprechend Energie. Und das heißt dann bei mir zum Beispiel, dass so ein Galaxy S3 am Abend um 10 geladen werden muss, dass das Lumia am Abend um 8 leer ist, dass das iPhone 5 auch so 10, 11 am Abend total leer ist und so weiter. Also ihr seht, das ist so meine Standardnutzung, da hält es einfach einen guten Tag von morgens um 7 bis abends ungefähr um 8 oder 9 oder 10. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie das hier beim Xperia Z der Fall ist. Im Moment bereits in den Läden erhältlich, wie gesagt, erstes Full-HD-Smartphone mit einem Full-HD-Bildschirm mit dieser großen Full-HD-Auflösung. Ist natürlich klasse, hat 441 DPI, also ist nochmal massiv besser als zum Beispiel das iPhone mit seinem Retina-Display. Also ist wirklich super scharf das Ganze hier. Und ihr habt vorhin gesehen, es ist auch super schnell. Also wenn ich jetzt hier so ein bisschen... Das ist natürlich jetzt meine Seite hier, die ist angepasst, also das heißt, die sieht auf einem Mobilbrowser genau gleich aus mit dem Responsive Design wie auf einem anderen, aber wir können ja zum Beispiel mal noch eine andere Seite aufmachen, zum Beispiel mal Spiegel, da kann man dann meistens rumscrollen. So, jetzt hole ich mir da mal den Spiegel.de, so hier zack, holen wir uns das mal schauen, raffel, raffel. So, und dann haben wir es hier und da seht ihr, also das geht da wunderbar. Die Seite ist ja groß und tief und geht da ziemlich runter. So, habe ich auf Werbung geklickt, super Sache. Bravo, gut gemacht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Also, wo ist er denn? Da ist er, hier. So, also ihr seht, das funktioniert hervorragend und wenn wir da reinscrollen, ich halte es mal ganz nah an die Kamera, dann seht ihr natürlich auch, die Schrift ist gestochen scharf. Also da sieht man überhaupt keine Punkte mehr oder irgend sowas. Ich finde schon natürlich, das iPhone 5 ist auch schon gestochen scharf. Letztendlich alle modernen Smartphones haben da eine klasse Auflösung. Aber so ein Full-HD-Screen, der ist halt dann glatt nochmal ein bisschen schärfer. Nochmal ein bisschen genauer. Nochmal ein bisschen schärfer. Also das ist auch hier so. Zum Speed, ich habe vorhin gesagt, der Snapdragon S4 Pro schlägt sich ganz klasse. 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor. Wir können mal einen Benchmark laufen lassen. Den allseits beliebten Quadrant habe ich vorhin schon gemacht. Schaut euch das mal an. Da haben wir ein Resultat von 8001 Punkten. Das ist doch eine saubere Sache. Oder den AnTuTu. Auch der war vorhin, glaube ich, bei... Mal gucken, ob ich es noch abrufen kann. Wo ist es denn? Scores. Hier. Der war bei 20.386, auch das ist eigentlich eine saubere Leistung. Also von dem her, das Android, was hier drauf ist, die Sony angepasste Variante, die harmonisiert ganz hervorragend mit diesem S4 Pro. Da ist es überhaupt kein Nachteil, dass wir nicht den S600 bzw. eben den Snapdragon 600 auch von Qualcomm drin haben. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin nirgends auch nur irgendwo an die Leistungsgrenzen gestoßen. Egal, ob ich im Browser war oder sonst irgendwo. Also das Gerät hat massig Power. Natürlich 2 GB RAM ist auch drin. NFC ist auch drin. Also alles, was man heute so verbaut. Das Einzige,
Feature, was nicht drin ist kabelloses Laden. Das hat Sony nicht verbaut. Aber sonst ist eigentlich alles drin, natürlich auch LTE, welches auch in sämtlichen bei uns verfügbaren und benutzten Frequenzen funkt. Also auch das haben wir drin. State of the Art, schickes Smartphone, mir persönlich ein bisschen zu groß, aber sehr schnell, sehr schön und vor allem wasserdicht. Etwas, was kein anderes Top-Premium-Smartphone im Moment kann. Schickes Gerät, ja, ich werde in Kürze dann auf eifrig.ch natürlich noch einen ausführlichen Testbericht dazu mit Testfotos und technischen Daten und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, haut die einfach hier unten in die Kommentare, dann können wir drüber diskutieren. Und das, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war der Jean-Claude Frick für eifrig.ch. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!